ist es natürlich in einer Gesellschaft des längeren Lebens, mehr Pflegebedürftigkeit, eines großen medizinischen Fortschritts, eine Herausforderung, die nicht nur in den Städten, im städtischen Raum, sondern auch im ländlichen Raum dauerhaft sicherstellen zu können. Da brauchen wir eine Weiterentwicklung der Versorgungsstrukturen, endlich mehr Brücken, auch beispielsweise zwischen der Tätigkeit niedergelassener Ärztinnen und Ärzte und den Krankenhäusern. Und da ist es toll, dass sich ein Projekt wie das hier in Templin auf den Weg macht, gleichsam etwas zu erproben, von dem wir hoffen, etwas zu lernen, was wir dann für die Bundesrepublik Deutschland insgesamt fruchtbar machen. Und wenn ich etwa daran denke, dass Projekte, die hier stark vorangetrieben wurden, Agnes II, längst auch über diesen Raum Schule gemacht haben, dann bin ich schon davon überzeugt, dass so wie ich das Projekt erlebe in der Startphase, und es gründet ja auf Vorerfahrungen, die ich auch bei einem Besuch in der Vergangenheit bereits kennenlernen konnte, es eine große Chance gibt, dass wir hier Dinge lernen, die dann in der Tat allemal im ländlichen Raum, aber ich denke auch darüber hinaus, uns gute Impulse für die Weiterentwicklung der Versorgung geben. Und wenn das Projekt erfolgreich sein sollte, soll es eine Blaupause werden für andere Projekte in der gesamten Bundesrepublik. In dieser Projektlaufzeit ist deshalb wahrscheinlich auch zu klären, was danach passiert. Wer wird das übernehmen? Wer ist Träger? Wer managt so eine Struktur? All diese Fragen müssen wir in dieser Projektzeit beantworten. Das wollen wir gemeinsam als Partner hier tun mit Krankenkassen, mit dem Krankenhaus und mit den niedergelassenen Ärzten zusammen. Ich sage mal ganz forsch, die Ärzte könnten sowas betreiben, weil es um eine Einrichtung geht, die den Grundsatz verfolgt, ambulant vor stationär. Die Ärzte könnten sich eine Managementstruktur schaffen, mit der sie das abarbeiten können. Ich glaube, das könnte so sein. Ob die Partner jedoch das wollen, das müssen wir dann abklopfen. Vielleicht läuft das dann perspektivisch eher auf eine gemeinsame Trägerschaft hinaus, in der sich Krankenhaus, niedergelassene Ärzte gemeinsam zu etwas bekennen und das dann für die Zukunft immer fortführen.